gibt sehr wenig, woraus wir Kraft schöpfen können, aber es gibt sehr viel, was uns daran erinnert, dass wir eigentlich die Opfer in der geschichtlichen Entwicklung sind. Ohne diese Kämpfe, ohne diese jahrhundertelangen Erfahrungen von Unterdrückung und Kampf gegen die Unterdrückung, hätte es ja auch niemals diese sozialistischen Ideen gegeben. Die sind ja nicht aus dem Nichts entstanden. Im Endeffekt schreiben wir jetzt wieder eine aktuelle Geschichte von Aufständen, von Widerstand gegen das kapitalistische System, worauf sich dann spätere Generationen beziehen können. Wirklich die Geschichte zu kennen bedeutet eben auch, die Unzulänglichkeiten zu kennen und nicht nur die schönen Seiten, nicht nur das Idealtypische. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 44. Folge sprechen wir über linke Erinnerungskultur. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon Folgen zur anarchistischen Kultur gemacht und dann auch in unterschiedlichen anderen Folgen verschiedene kulturelle Aspekte berücksichtigt oder besprochen, zum Beispiel rund ums Thema Drogen oder über Lokalkultur eines Landes in der Folge zu Nationalismus und Patriotismus. Und jetzt wollen wir nochmal über diesen wichtigen Punkt für uns der linken Erinnerungskultur sprechen, über den wir bisher sehr wenig im Podcast geredet haben und dem wir uns einfach nochmal genauer zuwenden wollen. Dafür haben wir uns als Struktur überlegt, dass wir zuerst darüber sprechen, in welchen Bereichen es aktuell eine starke linke Erinnerungskultur gibt, dann darüber, was uns fehlt, wie eine linke Erinnerungskultur aussehen sollte, was sie auszeichnet unserer Meinung nach. Dann reden wir noch ein bisschen über den Märtyrerkult und zum Schluss über die Frage, was wir selbst in den Bereich Erinnerungskultur oder auch bei uns in der Stadt oder was wir so erlebt haben an der linken Erinnerungskultur von so unseren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. In dem Sinne würde ich sagen, quatschen wir nicht weiter herum, sondern starten doch einfach direkt durch. In welchen Bereichen gibt es denn eine starke linke Erinnerungskultur, Joshua? Ja, ich glaube, das, was uns allen da als erstes in den Sinn kommt und wo ich auch denke, dass das Ganze in Deutschland einen recht großen Platz einnimmt, ist eben die Erinnerung an die Opfer durch faschistische oder rassistische Morde. Da haben wir eben vor allem diese ganze Erinnerungskultur eben um das Thema Nationalsozialismus in Deutschland, dann davon ausgehend auch die Erinnerung an die Todesopfer durch Faschismus und Rassismus nach 45 und dann eben vor allem um die Wende. Dabei würde ich aber auch sagen, muss man das ein wenig trennen, weil das ist ja nicht so, also bei Weitem nicht so, dass nur linke Kräfte dieses ganze Gedenken betreiben, sondern dass gerade auch um das Thema Nationalsozialismus ist auch eine starke Erinnerungskultur, natürlich im Vergleich mit anderen Ländern, in Deutschland gibt, von staatlicher, von bürgerlicher Seite aus. Und da sind ja auch eigentlich die meisten Kräfte mit im Boot. Ich habe auch das Gefühl, dass man generell, wenn wir über Erinnerungskultur in Deutschland sprechen, von linker Seite aus, es einen sehr starken Fokus eben auf die eigenen Opfer gibt. Wer von uns wurde ermordet? Wo wurden unsere Aufstände blutig niedergeschlagen? Wo haben wir verloren? Es gibt aber sehr wenig Erinnerung daran, was es eigentlich für Siege gab, die wir errungen haben, was wir alles geschafft haben, wo wir zusammen auf den Barrikaden standen und ja, das, was wir eigentlich erreichen wollten, erkämpft haben. Also es gibt sehr wenig, woraus wir Kraft schöpfen können, aber es gibt sehr viel, was uns daran erinnert, dass wir eigentlich die Opfer in der geschichtlichen Entwicklung sind. Da hast du ja schon ein bisschen vorweggegriffen, was uns fehlt, aber mir ist dann noch ein Punkt eingefallen, wo es noch eine starke Erinnerungskultur in der Linken gibt, und zwar würde ich sagen, auch so im Kontext von Polizeigewalt. Bei einzelnen Polizeimorden, wenn man da zum Beispiel an Carlo Giuliani denkt, der in Genua bei einem Protesten gegen den G8-Gipfel oder G20, weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, es ist G8 gewesen damals, erschossen wurde, oder Alexandros Grigoropoulos oder so in Griechenland, der diese große Jugendrevolte ausgelöst hat. Da gibt's, denke ich, auch noch eine recht starke Erinnerungskultur und Verbundenheit mit, aber eigentlich war es das. Also es sind eigentlich, glaube ich, diese beiden Bereiche, die vor allem die Polizeigewalt und die Gewalt durch den direkten politischen Gegner, den Faschisten, die in der Linken heutzutage bedacht werden und die eine Relevanz erfahren. Alle anderen Sachen, die es auch durchaus mal gibt, natürlich, sind eher so eine Randsache. Wenn man jetzt zum Beispiel an irgendwelche größeren Arbeiteraufstände von früher denkt oder so, da gibt's durchaus auch mal was. Zum Beispiel gab's ja mal eine, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr eine größere Kampagne zum Kieler Matrosenaufstand, die ich sehr spannend und cool fand. Verlinken wir euch auch nochmal da die Sachen dazu in der Beschreibung. Also sowas gibt's durchaus auch, aber es ist sehr am Rande.
Ja, ich finde eine Sache, die wir aber nicht vergessen dürfen, die, glaube ich, von vielen Leuten auch häufig nicht so gesehen wird, weil sie einfach in der Linken schon sich so als natürlich darstellt, dass man das halt so macht, ist das Gedenken an einzelne große Personen der Geschichte. Ja, und stimmt. Das, finde ich, ist jetzt auch nicht nur eine Sache, die in Deutschland besonders stark ist, sondern das findet man eigentlich in allen Ländern so. Und häufig geht's dann auch bei dem Gedenken an diese Personen eben um auch einen symbolischen Akt. Häufig stehen diese Personen dann ja stellvertretend entweder für eine bestimmte theoretische Entwicklung oder eben für einen bestimmten Aufstand in der Geschichte, für bestimmte revolutionäre Situationen, in denen sie aktiv waren oder die sie mit eingeleitet haben. Das, finde ich, ist auf jeden Fall was, was es so gibt. Ich meine, daraus kann man jetzt auch wieder genau wie bei den anderen Sachen formulieren, was da eigentlich fehlt. Und das ist halt vielmehr dieses Gedenken eben an die vielen unbekannten Gesichter dieser Revolution, an eigentlich Leute wie wir alle, die den größten Teil eigentlich der revolutionären Arbeit da getan haben und die genauso wichtig sind wie eigentlich jede von diesen großen Personen, denen wir da gedenken. Ist ja die Frage, was ist ein Marx oder ein Bakunin ohne die arbeitenden Massen, die letztendlich Teil von diesen Kämpfen vorher waren, so? Ohne diese ganzen Aktivisten und Aktivistinnen, die an der Basis die Kämpfe geführt haben. Natürlich haben auch Marx und Bakunin Kämpfe geführt, aber die werden eben nicht erzählt oder nur sehr selten erzählt. Und das ist in der Tat schade und das ist auch eine Sache, die uns fehlt. Also vielleicht kann man da auch sagen, dass so für uns eine linke Erinnerungskultur auszeichnen sollte, dass es mehr in die Breite geht. Dass also man wirklich versucht, einzelne Geschichten und einzelne Schicksale, Erzählungen von auch unbekannten Kämpfen als auch von unbekannten Persönlichkeiten wieder ins Gedächtnis zu rufen, wieder zu erzählen. Ja, und ich finde in Vergessenheit geratene Kämpfe da eigentlich genau das richtige Stichwort, weil etwas weiteres, was mir sehr stark fehlt, ist eben diese tatsächliche ganze Geschichtlichkeit. Das ist natürlich, das mag jetzt erstmal komisch klingen, und das ist auch tatsächlich eine schwierige Sache, weil Geschichtsforschung, desto weiter man zurück in der Geschichte eigentlich zurückgeht, es immer schwieriger wird, Quellen zu finden, es immer schwieriger wird, Geschichte so darzustellen, wie sie wahrscheinlich passiert ist. Aber ich finde, es gibt halt wirklich diesen Gedanken, dass eigentlich Arbeitergeschichte oder auch Geschichte des Widerstandes gegen Ausbeutung und gegen Herrschaft irgendwie ab dem 18. oder 19. Jahrhundert in Europa so losgegangen ist. Mhm. Aber wir können eigentlich so viel weiter nach hinten gucken. Und für mich ist da immer das beste Beispiel eben die deutschen Bauernkriege jetzt für unsere Region hier, was komplett in Vergessenheit geraten ist und was eigentlich wieder ausgegraben werden muss. Da kann ich jetzt auch sagen, was für mich eben eine starke linke Erinnerungskultur ausmachen muss, ist, dass sie eine geschichtliche Linie zeigt, dass sie eine Traditionslinie zeigt. Mhm. Und das ist was, was wir total in Europa so vergessen haben und was, glaube ich, hier noch viel stärker dazu führt als in vielen anderen Regionen auf der Welt, dass wir einfach eine Natürlichkeit dieser kapitalistischen Herrschaft annehmen, weil wir uns das gar nicht anders mehr vorstellen können. Da scheint es eher vielen Leuten so, als wäre der Widerstand gegen das kapitalistische System oder gegen Herrschaftssysteme allgemein ein Ausbruch aus der Geschichte, aber nicht Teil der Geschichte selbst. Ja, ich finde, das hast du sehr stark gesagt. Also ich würde da halt so eine Form von Kontinuität der, wenn man so will, Rebellion gegen die Herrschaft aufmachen. Also eben auch in den dunkelsten Zeiten von, wenn man jetzt übers Mittelalter oder sonst wie nachdenkt, du hast es ja schon erzählt mit den Bauernkriegen, wo man dann auch in der Geschichte immer erzählt bekommt, ne, dass das einfach nur so ein Moloch war, wo alle dem ausgeliefert waren, eben dieser totalitären Herrschaft, alle Leibeigene letztendlich waren. Und selbst in diesen dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte gab es eben immer diese Kämpfe. Die waren natürlich jetzt nicht so ausformuliert, wie jetzt heute mit den diversen sozialistischen Programmen, die es dann eben ab dem 18. Jahrhundert entwickelt wurden, vor allen Dingen. Aber trotzdem ist das doch die Traditionslinie von den Kämpfen unserer Klasse, aus denen auch dann letztendlich sozialistischen Ideen geboren wurden. Und ohne diese Kämpfe, ohne diese jahrhundertenlangen Erfahrungen von Unterdrückung und Kampf gegen die Unterdrückung, hätte es ja auch niemals diese sozialistischen Ideen gegeben. Die sind ja nicht aus dem Nichts entstanden. Nee, das kann man ja wirklich sagen. Das haben wir, glaube ich, auch woanders auch schon mal gesagt, dass wir das auch genauso sehen, dass natürlich die Theorie sich immer aus der Praxis speist und dann wiederum wieder neue Ideen für die Praxis gibt. Und das hast du ja gerade richtig gesagt, wie sich das dann eigentlich geschichtlich entwickelt. Ich glaube, was man auch bei diesen ganzen Sachen nicht vergessen darf,
warum sie so häufig ins Vergessen geraten sind, ist nicht, weil sie unwichtig waren oder so, sondern weil bewusst natürlich die Herrschenden alles dafür getan haben, dass sie in Vergessenheit geraten. Ja. Und wenn wir dann natürlich, wenn wir dann von so einer Zeit wie irgendwie im Mittelalter, was natürlich eine längere Zeitperiode ist, reden, dann gab es häufig einfach nicht die Möglichkeiten für die Aufständischen, darüber Buch zu führen und das alles aufzuschreiben, was passiert ist, weil einfach nicht die Ressourcen dafür da waren, um große, schwere Bücher anfertigen zu lassen. Häufig war es natürlich auch so, dass dann die Herrschenden eben genau nach diesen Dokumenten gesucht haben oder in der Bevölkerung Angst gesät haben, damit diese Geschichten nicht so weitererzählt werden können. Und daraus würde ich dann auch wieder für unsere heutige linke Erinnerungskultur ziehen, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir Buch darüber führen, was eigentlich alles passiert ist, dass wir uns auch später darauf beziehen können. Und das mag dann bei manchen Sachen irgendwie unwichtig scheinen mit den Kämpfen in unserer eigenen Stadt, aber im Endeffekt schreiben wir jetzt wieder eine aktuelle Geschichte von Aufständen, von Widerstand gegen das kapitalistische System, worauf sich dann spätere Generationen beziehen können. Man muss ja einfach sagen, die Sieger schreiben auch die Geschichte. Und die Herrschaft, jetzt um das mal so ganz allgemein zu sagen, hat halt gesiegt. So, sie hat halt über den Großteil der Zeitperioden entweder sofort gesiegt oder nach einer Zahl der Kämpfe hat sie letztendlich triumphiert. Insofern ist das richtig, wie du sagst, dass also ganz oft unsere Geschichte dann auch nicht niedergeschrieben werden konnte oder nicht weitergegeben wurde auch, weil vorherige Generationen ausgelöscht wurden. Das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt. Warum macht man Erinnerungskultur aus unserer Sicht? Und das ist ja die Frage von, wenn wir unsere eigene Geschichte nicht kennen, wenn wir unsere eigenen Niederlagen und Siege nicht kennen, dann können wir auch nicht die Zukunft erobern letztendlich. Wir schöpfen ja ganz viel Kraft eigentlich daraus, wenn wir wissen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie waren die Kämpfe früher. Und was wir eben kennen, ist die Geschichte in der Regel der großen Männer. Also die Geschichte der Sieger. Man kennt halt die ganzen irgendwelche abstrusen Königsgeschichten aus irgendwelchen Serien bei Netflix, als auch in der Schule. Die gesamte Geschichte wird eigentlich erzählt aus der Sicht der großen Männer. Auch manchmal Frauen, aber in der Regel auch Männer. Das muss man auch nochmal dazu sagen, ja. Das ist ja auch eine patriarchale Geschichtsschreibung an der Stelle ist. Unsere Aufgabe muss es eigentlich sein, da eine Gegenöffentlichkeit auch letztendlich zu schaffen, wo wir also unsere Geschichte versuchen zu erzählen, um die Sicht auf die Vergangenheit aus der Perspektive der Massen zu erzählen. Wie war die soziale Realität früher? Welche Kämpfe gab es dagegen? Wie sind die verlaufen? Und nicht, was hat jetzt irgendwie Kolumbus da und da gedacht und wie hat er das und das gemacht und dann ist das und das passiert und dann hat er da das große Rad der Geschichte gedreht. So ist nämlich einfach eine Lüge und eine Falschdarstellung. Ja, und gerade bei Kolumbus ist es, glaube ich, sehr spannend, mal reinzulesen, was die wirkliche Geschichte war. Da können wir euch auch noch was Schönes unten verlinken. Oh, das schweift ab. Aber du hast ja auch gerade schon richtig angesprochen, dass man halt dauerhaft eigentlich damit konfrontiert ist. Und ich glaube, was wir dabei echt nicht vergessen dürfen, ist, was das auch mit der Psyche der Leute macht. Und auch, wie das alles gegen uns verwendet werden kann. Wie häufig habt ihr euch schon einer Diskussion gegenüber gesehen, in der sich auf die herrschaftliche Geschichtsführung, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, Geschichtsschreibung bezogen wird? Wie häufig ist das passiert, dass ihr da eigentlich nichts gegen argumentieren konntet oder mit einfach unfassbar vielen Quellen aus einer sehr tendenziösen Berichterstattung eigentlich konfrontiert wurden und wie häufig auch dann, wenn man sich das dann später angeguckt hat, eigentlich historische Forschung zu dem Thema ein ganz anderes Bild ergeben haben. Und ich finde, da ist es auch wieder mit dem häufig, dass einfach der Kontext dieser Sachen fehlt, weil man sich dann auf die großen Ereignisse fokussiert. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Überleg doch einfach mal, wie wenig Filme und Serien es eigentlich gibt, die sich mit der Lebensrealität der einfachen Leute zur Zeit des Mittelalters befassen. Wie wenig Bücher es darüber gibt, die sich damit befassen. Einfach die sozialen Verhältnisse, die es damals gab. Wie viel das auch nochmal unser Bild darüber ändern wird, aus welchen Gründen diese großen Ereignisse in der Geschichte, auch diese großen Revolutionen passiert sind. Das müssen wir uns ja einfach mal vor Augen halten. Wir haben häufig überhaupt kein Verständnis mehr dafür, unter welchen furchtbaren Bedingungen Leute in der Geschichte, aber auch heutzutage leben müssen. Das ist ja auch heutzutage eigentlich nicht anders.
Da gibt's ja auch wirklich nur sehr wenige Berichte darüber, wie die Menschen eigentlich, unter welchen Bedingungen sie so leben müssen. Und es gibt ja immer noch diesen Fokus auf die großen Ereignisse. Und deswegen bei all dem, was wir gerade angesprochen haben, unsere Niederlagen, unsere Siege zu erinnern, müssen wir auch das immer eigentlich in der Geschichtsschreibung hervorheben. Was waren die sozialen Verhältnisse? Ich denke, wenn man das jetzt so formuliert, man darf natürlich auch nicht zu viel erwarten, dass wenn jetzt wir anfangen, da auch ein Stück weit unsere Geschichte selbst zu schreiben oder auch in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, das wird natürlich bei der aktuellen Schwäche der revolutionären Bewegung jetzt nicht die Weltsicht der Geschichtsschreibung umwerfen oder so etwas. Aber überhaupt erstmal, dass wir schaffen, dass in unseren eigenen revolutionären Bewegungen wir Bewusstsein wieder für unsere Geschichte haben. Das ist ganz zentral, um auch eine Analyse und Verständnis eben von dem zu haben, gegen das wir heute kämpfen und wofür wir kämpfen. Was man noch ansprechen sollte bei linker Erinnerungskultur, was sie auszeichnet, ist natürlich auch, dass, wie wir das heutzutage gestalten, sowohl mit unseren eigenen Kämpfen als auch Verlusten innerhalb bewegen, als auch Siegen. Das ist nochmal eine ganz eigene Frage, weil ich verbinde eigentlich mit so einer Form von Erinnerungskultur, auch vielleicht mit einem Andenken an gefallene Genossinnen und so weiter, verbinde ich auch einen hohen emotionalen Wert. Sehr gefühlvolle Ausdrücke, emotionale Ausdrücke oft sehr fehlen in unserer Bewegung, und dass gerade das Beschäftigen mit unserer Geschichte und unseren Niederlagen und Siegen und auch Gefallenen und so weiter, dass das wirklich auch auf einer emotionalen Ebene aufbereitet werden kann. Klar, da gibt's jetzt halt dann so Ebenen, die halt früher in der ArbeiterInnenbewegung ja normaler waren, die heute uns ein bisschen genommen wurden, wie jetzt halt, jetzt Trigger ein bisschen so Fackelmärsche und so. Das haben wir schon häufiger angesprochen, aber es ist halt was jetzt von den Nazis vereinnahmt ist. Aber dass man sich auch wirklich Gedanken macht, wie gestalten wir diese Erinnerungskultur, dass sie auch wirklich diesen emotionalen Ausdruck findet, dass sie wirklich diese Betroffenheit oder auch diese Freude über die Ereignisse wirklich gut zum Ausdruck bringt. Da spielen dann also ganz viele Sachen wie Musik, Gesang, Kultur, kulturelle Gestaltung, alles eine wichtige Rolle. Ja, und ich denke, daran kann man auch nochmal sehen, dass diese allgemeine anarchistische Kultur, die wir anstreben, ja nur mit dieser Geschichtlichkeit und dieser Erinnerungskultur, die daraus entsteht, eigentlich existieren kann. Sie ist halt ein ganz zentraler Bestandteil davon. Es gibt keine Kultur auf der Welt oder auch in der Geschichte, die nicht ohne in Bezug auf ihre eigenen Wurzeln und ihre eigene Tradition so existieren kann. Und deswegen sollten wir das auch als viel zentraler wahrnehmen und auch nochmal darüber nachdenken, wie sich das alles eigentlich darstellt und wem und was wir dann eigentlich gedenken. Und ich finde, bezüglich dessen gibt's auch eigentlich ein sehr gutes Beispiel von einer modernen revolutionären Bewegung, und das ist für mich eigentlich die kurdische Bewegung. Da muss man ja sagen, ist diese Erinnerungskultur eigentlich in die Theorie eingeschrieben. Ja. Wenn man sich jetzt ein paar Werke von Öcalan anschaut, dann sieht man da, dass er häufig von den zwei Zivilisationslinien spricht. Es gibt dann einmal die, grob gesagt, herrschaftliche Zivilisationslinie und dann die, ich nenne sie jetzt mal, widerständige Zivilisationslinie. Das zeigt ja auch schon, dass es da diese zwei Arten der Geschichtsschreibung dann eigentlich auch gibt, oder die zwei Geschichten, die erzählt werden. Und was ich daran sehr schön finde, ist dieser Gedanke, dass eigentlich diese Zivilisationslinie nie aufgehört hat. Sie existiert seit der Frühgeschichte für die kurdische Bewegung und für Öcalan und zieht sich eigentlich bis heute durch unterschiedlichste Kämpfe, durch unterschiedlichste Bewegungen durch. Da muss man jetzt vielleicht nicht 100% bei allem so mitgehen, was dann geschichtlich dort behauptet wird, und vielleicht das noch einmal als kurze Anmerkung, und es ist auch wichtig, uns geht es bei dieser ganzen linken Erinnerungskultur nicht darum, dass wir jetzt Geschichtsklitterungen betreiben wollen oder Verfälschung, um das irgendwie in ein Narrativ zu drücken. Natürlich haben wir immer den Anspruch, die wahre Geschichte darzustellen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man da wirklich sehr schön sehen, wie das alles in so einen, ja, in eine große Welterzählung, in ein großes Narrativ eingebunden werden kann. Und ich finde, das fehlt uns auch häufig, weil es dann auch häufig daraus dann mangelt an einer gemeinsamen Perspektive, einer Perspektive, auf die wir uns alle beziehen können. Wo man vielleicht auch noch in der kurdischen Bewegung ein recht besonderes Beispiel sehen kann von dieser Erinnerungskultur, wo es eben
das mag jetzt für manche komisch klingen, gerade wenn man das über die kurdische Bewegung sagt, aber wo es auch weg von den Erzählungen der großen Männer geht, nämlich beim Märtyrerkult. Ja, der Märtyrerkult ist ja sehr, sehr stark verankert in der Bewegung. Es ist ja auch eine Bewegung mit extrem vielen Opfern, einen extrem hohen Blutzoll für ihren Kampf zahlt, sowohl in der Vergangenheit als auch bis heute. Naja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im kurdischen Zentrum oder auf einer kurdischen Veranstaltung, in Kulturveranstaltung oder so wart, aber die sind halt einfach gespickt mit Gesichtern von Gefallenen. Und das ist einfach eine Sache, die ja erstmal sehr augenfällig ist, ne? Wo einem wirklich quasi diese Form der Erinnerungskultur einem sehr ins Auge springt. Mhm. Und darin sich halt nochmal so auch abseits von irgendwelchen Theorien oder so sehr stark ja materialisiert letztendlich. Naja, ich denke, es ist klar, dass man da so ein bisschen aus unserer Perspektive so ein bisschen zwiegespalten ist, was diese Frage angeht, würde ich zumindest sagen. Auf der einen Seite finde ich es eine Wertschätzung und finde ich es schön, dass auch in der Bewegung, wo tatsächlich so viele Menschen ständig sterben, versucht wird, die Einzelnen zu würdigen und auch herauszuheben, das, was sie geleistet haben, zu etwas Besonderem zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine grundmenschliche Antriebskraft für viele von uns, tief zu sein, dass sie halt auch eine Form von Werk und eine Form von, also etwas schaffen wollen, was auch über ihren Tod hinaus erhalten bleibt und an Bedeutung erfährt und auch an Würdigung erfährt, weswegen ich auch so eine Erinnerungskultur an unsere Gefallenen so wichtig finde. Gleichzeitig ist es aber schon so, ja, dass es auch kritische Aspekte an diesem Märtyrerkult der Kurden gibt. Ja, so was mir immer als erstes da als Gedanke kommt, ist etwas, das ich eigentlich auch so auf unsere Bewegung übertragen würde. Weil vielleicht muss ich das nochmal einmal kurz erklären. Ich finde, teilweise wird der Märtyrerkult bei den Kurden als so gänzlich anders, als wie bei uns mit dem Ganzen umgegangen wird, dargestellt. Aber das finde ich nicht immer so, sondern ich finde, das ist bei uns eben auch, wenn wir halt an Revolutionäre gedenken, neben eben den großen Männern meistens oder auch Frauen der Geschichte, dann gedenken wir eben vor allem an die Gefallenen. Und das finde ich ist nicht so anders, als wie es sich bei der kurdischen Bewegung darstellt. Ich finde, das, was ich hier an dem Märtyrerkult bei der kurdischen Bewegung kritisieren würde, würde ich auch daran so kritisieren. Mhm. Und das ist nämlich, dass ein Revolutionär erst wirklich des Gedenkens würdig ist, wenn er eben den gewaltsamen Tod oder halt in den Suizid getrieben wird durch die Kräfte des Kapitals und des Staates. Und das finde ich eben schade, weil es gibt so viele Leute, die ein großes Werk in unserer Bewegung hinterlassen haben, auch die vielleicht von manchen dann eher als die kleinen Rädchen in der großen revolutionären Maschine wahrgenommen werden, denen dann aber im Nachhinein nicht gedacht wird, weil es einfach in vielen Städten dieser Art der Erinnerung nicht gibt. Das heißt nicht, dass es gänzlich so ist. Es gibt sehr viele schöne Beispiele jetzt auch aus der kurzen Vergangenheit, beispielsweise als der antifaschistische Genosse in Ost-Berlin gestorben ist, an den es eine große Erinnerung gab, der dort aus dem Umfeld des Hollywood-Ladens kam. Hm. Aber häufig ist es ja doch so, dass die Leute, die eben nicht dem gewaltsamen Tod durch Staat oder Faschisten anheimfallen, dass eben denen dann im Nachhinein nicht gedacht wird. Und ich finde, es braucht das nicht. Man macht sich nicht erst dadurch verdient an der Sache, indem man so ein Ende findet, sondern es geht darum, was während des Lebens geschaffen wurde. Also ich habe schon das Gefühl, dass für viele Genossinnen auch so, dass es dann zum Beispiel eine Nachricht gibt, ein paar Nachrufe gibt, also die jetzt auch nicht eines gewaltsamen Todes gestorben sind, dann vielleicht noch eine im kleineren Kreis eine Gedenkveranstaltung oder so. Aber dass es ein kontinuierliches Gedenken gibt. Also dass man wirklich versucht, das Werk und die Personen innerhalb der Bewegung aufrecht zu erhalten. Also dass man wirklich probiert, mindestens jedes Jahr, wo die Person gestorben ist, an diese Person zu gedenken und vielleicht einzelne Werke dieser Person und einzelne Kämpfe dieser Person auch in diesem Kontext mit dann zu thematisieren oder wieder daran zu erinnern. Das fehlt halt auch ganz viel, finde ich. Also, dass es jetzt mal so einen Nachruf gibt und so, das erlebe ich schon häufig. Und da sind auch immer schöne Sachen dabei und ich lese mir auch eigentlich fast alle diese Sachen noch immer durch, weil ich das immer schön finde, wirklich, und mich das auch bewegt. Aber das ist für mich halt zu wenig irgendwie. Das ist, das reicht nicht aus, um Menschen zu würdigen, der viele Jahre seines Lebens für unsere Sache gegeben hat. Ja, das stimmt. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, den ich dann teilweise problematisch finde, weil, also da wird sehr wenig drüber gesprochen, aber das ist auch was mir immer mal wieder in der radikalen Linken so entgegentritt, vor allem auch in der kurdischen Bewegung,
dass es, glaube ich, schon ein gewisses Ideal gibt, was daraus entsteht und eine Erwartungshaltung auch an einen selber, dass man, ja, wenn man schon sterben muss, eben diesen Tod so finden möchte in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil das, glaube ich, für viele dann einfach erstrebenswerter scheint, als friedlich im Schlaf dann irgendwann mit 85 zu versterben. Aber es kann halt wirklich zu sehr, sehr schwierigen Entwicklungen führen. Und das ist, glaube ich, etwas, was grundsätzlich aus so einem Märtyrerkult entstehen kann. Natürlich stellt sich das bei uns anders dar, als es jetzt vielleicht bei Faschisten oder Islamisten der Fall ist, weil wir in vielerlei Hinsicht in unseren Bewegungen deutlich reflektierter mit den ganzen Thematiken auseinandersetzen, es auch viel weniger patriarchale Strukturen gibt, die dann so etwas nochmal weiter befeuern und dieses Soldatenideal hochhalten. Aber nichtsdestotrotz wird, glaube ich, einfach nicht gerne darüber gesprochen, dass es das bei uns eben auch so gibt und dass das eine sehr, sehr ungesunde und für einen selber toxische Erwartungshaltung zu dem Ganzen entstehen lassen kann. Und was auch nochmal so ein Punkt ist einfach so diese Glorifizierung, dieses unkritische, einfach in Gänze glorifizierende. Und ich finde, das wird meinem Verständnis von Erinnerungskultur auch nicht gerecht. Ich finde es auch wichtig, auch vielleicht gewisse Fehler oder Eigenarten von auch eine Person, die dann von uns gegangen ist, zu thematisieren, um eine Person vollständig wiederzugeben. So wie es auch wichtig ist, bei vergangenen Kämpfen diese nicht einfach zu glorifizieren und total einfach idealisieren als das perfekte Aufstand oder die perfekte Revolution oder sonst irgendwas, weil es gibt nichts, keinen Menschen, kein Ereignis, was gänzlich gut und gänzlich perfekt für die große Sache eingestanden hat. Das ist einfach nicht die Realität. Und das schafft auch für uns ein falsches Idealbild, weil es geht ja auch darum, ein gewisses Idealbild zu zeichnen. Das finde ich auch legitim. Ich finde auch legitim zu sagen, wir schaffen da etwas, woran man sich auch orientieren kann. Es ist legitim zu sagen, guck mal, dieser Mensch hat so viele Jahre seines Lebens gekämpft und er ist bis zum Schluss der Sache treu geblieben. Das finde ich legitim, das anzuerkennen und auch als Idealbild aufzustellen. Aber dann ist es genauso wichtig, auch zu zeigen, aber auch er war kein perfekter Mensch. Und auch du musst nicht irgendwie traurig oder verbittert oder dich selbst runtermachen, weil du nicht perfekt bist. Weil wir sind alle nicht perfekt und das muss sich da auch drin widerspiegeln. Und das finde ich dann auch eine größere Würdigung und auch eine größere Stärke von der Bewegung, auch das zu können. Also, dass man auch in der Lage dazu ist, die eigene Schwäche und die eigenen Unzulänglichkeiten auch darzustellen. Das ist ganz wichtig. Ich meine, nur so können wir halt irgendwann überhaupt dazu kommen, dass wir eben Freiheit erkämpfen, dass wir halt Kapital und Staat irgendwann besiegen. Weil das muss man ja auch sehen. Die Geschichte muss man ja auch verstehen als ein kontinuierlicher Schmiedeprozess von eben unserer Theorie und daraus ausgehend dann wieder von der Praxis. Und wenn wir nicht anerkennen, was für Fehler wir gemacht haben, dann sind wir ja einfach dazu verdammt, sie zu wiederholen und immer wieder in die gleichen Fallen zu tappen. Was ist das dann für eine Würdigung der Opfer, die dort passiert sind, die vielleicht auch Fehler begangen haben, wenn wir einfach sagen, naja, sie haben ihre Opfer begangen und deswegen müssen wir jetzt da und da mal drüber streichen und das gucken wir uns jetzt besser nicht an. Das ist halt eigentlich eine Beleidigung für die Leute, die dort gefallen sind, dass wir nicht auch ihre Fehler anerkennen, weil dann kann man wirklich sagen, sind sie für fast nichts gefallen, weil wir dann einfach nur wieder das Gleiche falsch machen, was sie auch so getan haben. Und das zieht sich ja auch generell, sag ich mal, durch unser Verständnis von Erinnerungskultur, dass es eben dazu da ist, um auch nach vorne zu schauen und es anders dann zu machen, besser zu machen. Eben diese ganze Frage von, wenn wir unsere Geschichte kennen, dann können wir auch für die Zukunft kämpfen. Das ist, denke ich, was. Und wirklich die Geschichte zu kennen, bedeutet eben auch, die Unzulänglichkeiten zu kennen und nicht nur die schönen Seiten, nicht nur das Idealtypische. Und vor allen Dingen, was noch als einer kleiner Zusatz noch dazu gesagt werden sollte, wenn man immer dieses Idealbild malt, dann wird es einfach zu dem Punkt kommen, wir dann irgendwann alle, dann irgendwann verschwindet halt diese rosarote Brille und du erkennst halt, dass es diese ganzen Probleme gibt, die sich aus dem Kampf ergeben, sowohl zwischen uns selbst als auch innerhalb des Kampfes. Das erkennst du irgendwann und wenn dann die ganze Zeit von der Bewegung dieses rosarote Bild gemalt ist, dass alles super ist und alles toll ist, dann kann das auch viele Leute einfach natürlich auch verprellen, total schockieren oder halt auch in Situationen werfen, wo sie überfordert mit sind oder wo sie gefährdet sind auch und von daher ist das auch sehr wichtig. Ja, und vielleicht noch als kleiner Abschluss der ganzen Thematik. Was ist das auch für ein Vorbild, was man sich dann damit selber gibt und was man auch anderen Leuten gibt? Das ist ja dann eigentlich ein Mensch, den man kopieren möchte, der eben nicht offen mit seinen eigenen Fehlern umgegangen ist und der nicht über die ganzen Unzulänglichkeiten reflektiert hat. Und das ist ja wirklich nichts, was man irgendwie
als Verständnis von einem guten Revolutionär den Leuten vermitteln möchte oder auch sich selber. Gut, jetzt haben wir genug auf den kurdischen Freunden rumgehackt, wobei es nicht... ich weiß, das wie gesagt, ich möchte mal betonen, dass es sich darum dabei wirklich um Probleme der allgemeinen Linken geht. Natürlich, natürlich. Das war ja nur ein Aufhänger. Ja, das war nur ein Aufhänger. Ja, klar, das war jetzt auch nur eher als Joke gemeint. Vielleicht reden wir dann noch über das Thema, wo wir selber vielleicht bestimmte Aktivitäten der Erinnerungskultur verwirklicht haben, als auch innerhalb der Linken erlebt haben. Vielleicht nochmal anschließend unser letztes Thema, was ich ganz spannend fand, wo ich das Gefühl hatte, dass diese kurdische Erinnerungskultur so ein bisschen dann auf auch eher so die deutsche Linke so übergeschwappt ist. In Magdeburg war ich mal zu Gast für einen Vortrag im Zentrum dort und da war eben eine Genossin, die sich selbst umgebracht hat, im Kontext auch von eben den Zuständen und so weiter. Und die hatte halt so einen kleinen Altar eben in dem Raum. Das war aber auch schon, das war jetzt nicht irgendwie so ein paar Tage her oder so, sondern das war halt schon Jahre her. So ein kleiner Altar mit ihrem Bild und so. Und ja, auch da, ich fand's schön. Und auch was Besonderes habe ich auch so in einem deutschen linken Laden noch nicht erlebt, so in der Form. Aber vielleicht mit dem im Hinterkopf, was wir davor gesagt haben. Ja, ich denke, über unsere Stadt Dortmund kann man dann schon sagen, dass es da auch einfach aufgrund eben des ganzen faschistischen Problems, was wir hier in der Stadt haben, wo ihr auch gerne nochmal in die Folge über die Nazi-Szene in Dortmund reinhören könnt, natürlich einen ziemlich starken Fokus auf die Gewalt haben, die von der Dortmunder Nazi-Szene ausging. Auf der einen Seite muss man sagen, es passiert dafür, was hier in der Stadt auch so abgegangen ist, recht wenig zu der ganzen Thematik. Aber es bestimmt gewissermaßen auch die Erinnerungskultur, die wir hier in der Stadt haben. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich über die paar Sachen, die überhaupt hier dazu passieren, aber ich sehe es trotzdem als sehr großes Lehrfeld an. Ich habe da eine andere Wahrnehmung, muss ich sagen. Also ich sehe das für uns in Dortmund eigentlich so, dass so von dieser linksradikalen Szene da relativ wenig zu passiert, aber von jetzt so einer erweiterten Linken und so einer Zivilgesellschaft, da gibt's halt sehr viel, muss ich sagen, zu dem Thema. Klar, man kann immer sagen, es ist, muss noch mehr, aber alleine, wenn man sich jetzt halt, wir haben am Bahnhof direkt, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, direkt am Nordausgang ist die Steinwache. Es ist so ein ehemaliges Gestapo-Gefängnis, wo vor allem die politischen Gefangenen eingesperrt wurden. Und das ist eine super Ausstellung, die kostenlos und rund um die Uhr verfügbar ist. Und da gibt's auch sehr viele spannende Führungen und Vorträge und Veranstaltungen. Das ist jetzt ein Beispiel. Und wenn man allein an die ganze Initiative zum NSU denkt, wo also dann natürlich die Betroffenen in Zusammenarbeit mit Unterstützenden auch aus der migrantischen Linken eher jedes Jahr an Mehmet Kubaschek erinnern, da passiert schon einiges, würde ich sagen. Vielleicht finde ich es auch einfach nur trotz der Sachen, die du jetzt genannt hast, also wenn man NSU dazu nimmt, dann haben wir eigentlich noch das ganze Gedenken an Thomas Schulz, Schmuddel, die Demonstration und dann in einem kleineren Maßstab noch die ganze Sache um den Anschlag auf die drei PolizistInnen, ich glaube in den frühen 2000ern durch einen rechten Terroristen. Wenn man das zusammennimmt, dann finde ich es halt einfach immer noch irgendwie gefühlt recht wenig und ich habe es ja auch explizit aus dieser linken Perspektive, weil mir geht es ja jetzt um die linke Erinnerungskultur, die wir haben und da finde ich das einfach nicht sonderlich stark. Gerade auch aus dieser Perspektive von der bürgerlichen Erinnerung an die ganzen Opfer eben des nationalsozialistischen Terrors dann 33 bis 45, da gibt es natürlich, da gibt es ja auch noch mehr als jetzt einfach nur die Steinwache. Da haben wir ja zahllose Erinnerungssteine, auch immer wieder Sachen, die von der Stadt dazu ausgeführt werden. Aber da gibt es beispielsweise dann auch die große Leerstelle, was man ja auch so sagen kann, generell in der bürgerlichen Erinnerungskultur um die ganze Thematik, dass eben den revolutionären Gefallenen sehr, sehr wenig gedacht wird. Und da haben wir natürlich auch Initiativen, wenn man jetzt an das Gedenken um die Schlacht am Nordmarkt denkt, wo ArbeiterInnen aus der Nordstadt zusammen auf der Straße gegen marschierende SA-Leute gekämpft haben und dann später eben von SA und Polizei niedergeschossen wurden. Das wäre beispielsweise was, wo wir viel stärker auch selber
uns dran beteiligen müssen und wo eigentlich viel mehr kommen müsste. Das passiert jetzt, aber aktuell ist es ja so, dass es eigentlich größtenteils nur von der DKP getragen wird. Ja, oder eben, was ich halt eine ganz, ganz wichtige Thematik finde, wo wir viel mehr machen müssten, wäre zu der Frage der Märzrevolution im Ruhrgebiet, was ja auf der einen Seite einer der größten Siege und auf der anderen Seite einer der größten Niederlagen unserer Klasse im Ruhrgebiet war. Und da passiert also extrem wenig zu. Wir hatten jetzt, letztes Jahr hat es jetzt zum 100. Mal gejährt, diese Ereignisse. Da gab es auf jeden Fall natürlich deutlich mehr als sonst. Aber es war auch ein bisschen geprägt durch die Corona-Zeit. Also wir selbst hatten auch versucht, einige Aktivitäten dazu zu verwirklichen, sowohl Veranstaltungen, aber auch Gedenkaktionen und Führungen und so weiter. Ein Großteil der Sachen konnte auch dann leider nicht mehr so stattfinden wie geplant oder in sehr eingeschränktem Maße. Aber das zeigt trotzdem einfach, dass speziell dieses Ereignis für uns im Ruhrgebiet zumindest wäre auch etwas, worum sich auch tatsächlich so eine linke Erinnerungskultur, was so Kämpfe im größeren Ausmaß, das kann sich ja auch darum gruppieren. Also es ist, finde ich, auch ein Ereignis, was sehr gut dazu ist, zumindest diese gesamte Phase von Erster Weltkrieg bis vor dem NS gut aufzuarbeiten, die Kämpfe dort, die Siege und Niederlagen, um diese Märzereignis herum zu gruppieren. Das ist vielleicht auch für die Zukunft nochmal etwas, wo man sich stärker darauf fokussieren kann. Und was ich vielleicht auch noch spannend finde, wo ich häufig das Gefühl habe, dass das existiert, dass dem Ganzen sehr wenig oder fast gar keine Beachtung geschenkt wird, ist halt die direkte historische Auseinandersetzung mit den ganzen Sachen. Wir haben ja hier so etwas in Dortmund wie die Geschichtswerkstatt, wo wir auch in der Vergangenheit im Black Pigeon auch Vorträge organisiert haben zu verschiedenen geschichtlichen Themen. Und da dann auch vor allem eben die ArbeiterInnengeschichte von Dortmund. Und wir haben ja auch so Sachen an den Universitäten hier, wo dann explizit dazu geforscht wird. Ich meine, es gibt auch an der Ruhr-Universität Bochum dann das Archiv der sozialen Bewegung oder irgendwie so heißt das wahrscheinlich. Mhm. Sage ich das jetzt ganz falsch. Aber ich fände es auch wirklich schön, wenn es da auch viel mehr Annahme von der radikalen Linken geben wird und von revolutionären Bewegungen, dass man sich auch mal den kleinen lokalen Themen einfach widmet. Und ich fand das wirklich immer total spannend und bereichernd, wenn es dann wirklich mal um revolutionäre Lokalgeschichte geht. Mhm. Das finde ich ist wirklich was häufig bei der ganzen Beschäftigung und dem 20. Vortrag über die großen Ereignisse so ein bisschen verloren geht. Ja. Und was ich mir wirklich für die Zukunft auch wieder viel mehr wünschen würde. Das ist vor allen Dingen für uns als Anarchistinnen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es gibt schon sehr wenig Geschichtsschreibung über die über die linke Widerstandsgeschichte und innerhalb dieser Geschichtsschreibung der linken Widerstandsgeschichte wird die anarchistische Bewegung konsequent und von fast allen anderen Kräften ausgespart. Die meisten Beschäftigungen über unsere eigene Geschichte, also eine allgemeine linke Geschichte, eigentlich annehmen, dass es den Anarchismus überhaupt nicht gab. Die Geschichte wird oft dann aus der Perspektive letztendlich von KPD oder so erzählt. Das ist also etwas, wo wir uns als Anarchistinnen auch bewusst sein müssen, dass wenn wir eben unsere eigene Geschichte nicht schreiben, unsere eigene Geschichte nicht aufarbeiten, sowohl was eben diesen Zeitraum jetzt im Erster Weltkrieg bis NS angeht, aber auch und speziell nochmal nach 45, was dann auch in den 80ern und so weiter gelaufen ist, in den 90ern, da wissen wir ja oft auch viel zu wenig drüber oder nichts. Das macht dann auch wirklich niemand. Also wenn wir selber das als Anarchistinnen nicht unsere eigene Geschichte, dann ist da wirklich niemand mehr da. So, es gibt da einfach niemanden, der das macht. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und da einen Bezug zu herstellen. Oft weiß man noch nicht mal mehr, was vor 10 Jahren gelaufen ist. So. Na, damit möchte ich vielleicht noch so als letzter Punkt abschließen, weil ich habe das Gefühl, wir reden jetzt über eigentlich bei jedem Punkt irgendwie so über ganz viele unterschiedliche Sachen, wo uns immer wieder auch was einfällt, ja, wie wir eigentlich uns diese Erinnerungskultur wünschen würden. Und da finde ich vielleicht nochmal daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast, was ich auch merke bei diesem, wir wissen noch nicht mal mehr, was vor 10 Jahren war, nämlich auch ein Problem, was aus dieser ganzen Nichtbeschäftigung mit der eigenen Geschichte gerade lokal entsteht. Und das ist einfach dieser Generationenbruch, der dadurch auch hervorgebracht wird, der natürlich auch daraus entsteht, dass einfach die alten Leute nicht mehr in der Bewegung bleiben, aber gleichzeitig auch, dass durch diese fehlende Beschäftigung auch immer weniger diese Räume dann zugänglich für die Leute sind und dass da ja auch eigentlich ein Betätigungsfeld ist, was ich auch vielfach gemerkt habe, auch hier in Dortmund, dass das gerade was ist, was dann auch für viele ältere Genossen eigentlich spannend ist, dass sie darüber dann erzählen können, dass sie so ein bisschen das Gedächtnis der Bewegung sind. Da kann man vielleicht auch nochmal sehen, dass die
starke linke Erinnerungskultur oder die starke anarchistische Erinnerungskultur, wie wir sie uns wünschen, eben für diese ganzen älteren GenossInnen auch eine super Möglichkeit ist, wieder in die Bewegung reinzukommen und wieder dort ihr Wissen mit uns zu teilen. Das Problem ist halt nur, dass das in der Regel eben diese Leute isoliert machen, ne? Also das sind dann halt so Überbleibsel, ja. So Fossile, ja. die halt von ihrer Geschichte in irgendwelchen Projekten erzählen, wo sie von den jungen Leuten kaum wahrgenommen werden, aber es ist eben nicht eingebettet in eine Bewegungsdynamik, und das ist halt ein großes Problem, was wir endlich durchbrechen müssen, wenn wir diesem Anspruch, den wir auch immer mal wieder formulieren, dass wir eben nicht nur eine Jugendbewegung sein wollen, sondern eine generationsübergreifende Bewegung, da müssen halt auch diese alten Genossinnen müssen integriert sein, und ihre Erinnerungskultur und Arbeit, die muss auch unterstützt und mitgetragen werden von den jungen Genossinnen und in einer Symbiose stattfinden, wo, naja, dieses typische Phänomen von weder die Alten jetzt den Jungen erzählen, wie es läuft, noch die Jungen sagen, aber was hast du, Alter, mir zu sagen, sondern eben. Aber das ist halt, das ist halt ja ein Problem, wo wir eigentlich sehen können, dass in jeder Kultur so entsteht. Ja. Nur dass gerade unser Umgang damit ist, ja gut, dann bleiben die halt im hintersten Hinterzimmer des AZs, dürfen sie dann ihren kleinen Raum mit irgendwelchen verstaubten Büchern machen, und ab und zu verirrt sich dann mal wer, weil er gerade die Toilette sucht und die falsche Tür genommen hat. Aber das ist ja keine Perspektive für die Zukunft. Ja, und ich hoffe auch, dass diese komische Tendenz von gegen alte weiße Männer schimpfen in der Bewegung, was das angeht, zumindest auch. Hot Take zum Abschluss. Ja, noch ein kleiner Hot Take. Das ist ja dann manchmal in manchen Situationen auch nicht ganz so produktiv. Da hast du dann schon die noch einzelnen übrig gebliebenen Alten oftmals natürlich Genossen, und die werden dann noch so eigenartig ausgestupst oder misstrauisch beäugt, weil sie halt. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann schießt mal lieber gegen uns junge weiße Männer hier. Ich glaube, davon gibt's deutlich mehr als alte weiße Männer, gerade in anarchistischen Bewegungen. Richtig, und das. Ich glaube, die verhalten sich auch häufig ein bisschen problematischer als die. Nun gut. Das vielleicht auch noch für mich als persönlicher Abschluss. Ich fand das immer extrem bereichernd. Also ich habe immer das als eine extrem große Bereicherung empfunden, von älteren Genossinnen ihre Geschichten zu hören. Und da sind auch so witzige Sachen dabei. Ich erzähle jetzt einfach mal eine random Anekdote, die mir gerade einfällt, nochmal so zum Schluss. Hat ein Genosse erzählt, der früher dann in 80ern in der anarchistischen Jugend Köln organisiert war. Und er meinte, die hatten dann irgendwie so ein Treffen gehabt, kommen zwei neue Leute rein, ja, setzen sich hin und legen eine Waffe auf den Tisch. Und sagen, okay, Anarchismus, ja, los. Nach die Geschichte. Ja, dann legen wir jetzt mal los, Jungs, oder? Das waren halt tatsächlich Leute, die halt mit dem Anarchismusbegriff jetzt dachten, okay, wir meucheln jetzt halt irgendwie die Herrschenden dahin und machen jetzt die Banken auf und so weiter. War vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen aktueller, aber ja. Und ja, das sind doch einfach geile Sachen. So, da das ist doch, selbst wenn es dann nur eine schöne Geschichtsstunde ist, sowas hört man sich doch gerne an. Sowas ist so spannend. Ja, schade, dass dadurch nicht noch nur eine zweite Welle der Propaganda der Tat in Deutschland ausgelöst wurde. Naja, weiß ich nicht. Wir haben zum Abschluss noch eine kleine Fragestellung von Sabine, einer Hörerin von uns, die uns auch nochmal auf das Thema angestupst hat. Du warst, glaube ich, nicht die Erste, die uns das gegeben hat, das Thema, aber du hast uns jetzt nochmal vor kurzem nochmal darauf aufmerksam gemacht, weswegen wir die Folge realisiert haben, dass ihr auch noch seht, dass eure Wünsche hier beachtet werden und nicht im Nichts verhallen. Und zwar hast du geschrieben, die Toten mahnen uns. Tun sie das? Und nutzen wir das genug? Wie steht ihr zur linken Erinnerungs- und Gedenkkultur? Mir ist aufgefallen, dass es in Berlin in diesem Jahr viele Gedenkdemos für Opfer von rechter Gewalt gab. Ist das wichtig? Wofür? Und gibt es linke Helden? Wie wird ihrer gedacht? Wie kann ihre Kraft weiter genutzt werden? Ja, es gibt linke HeldInnen, es gibt anarchistische HeldInnen, aber im Endeffekt sind das wir alle. Ich hoffe, das ist eigentlich auch das, was so ein bisschen jetzt bei der Diskussion darum rauskam. Es geht nicht uns nicht darum, da nur den großen Leuten der Geschichte zu gedenken, sondern wir sollten uns auch alle darin sehen. Und das ist ja auch das Beste, was eigentlich so eine Geschichtsschreibung für uns erzeugen kann, dass wir uns alle als Teil dieser Geschichte sehen. Dass das nicht einfach nur ein paar große Genies waren, die das gemacht haben, sondern dass wir alle Teil an diesem großen Projekt der Geschichte waren. Bezüglich der ganzen Fragestellung, ist das wichtig, da den Opfern von rechter Gewalt zu gedenken? Da würde ich sagen, ja, natürlich ist es das. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass eigentlich in dieser allumfassenden kapitalistischen Gesellschaft, in der wir uns befinden, jeder Tod ein politischer Tod ist.
das ist vielleicht auch nochmal für die ganze Sache bezüglich Gedenken unserer eigenen Gefallenen und der, die in unserer Bewegung gestorben sind. Denn da im Anschluss an diese Fragestellung um den gewaltsamen Tod und den Märtyrerkult, im Endeffekt würde ich sagen, ist eigentlich jeder in unserer Bewegung an dem Punkt seines Todes ein revolutionärer Märtyrer. Ich habe fast schon Angst, nach den schönen Worten jetzt noch was zu sagen, aber mir ist gerade noch eine Perspektive in den Kopf geschossen. Mach noch den absoluten Abschluss. Nein, eine andere Perspektive nochmal in den Kopf geschossen, die das auch nochmal vielleicht erweitert über so die eigene Bewegung hinaus. Weil was du gerade gesagt hast mit, eigentlich ist jeder Toter irgendwo auch ein Toter dieses Systems. Natürlich jetzt nicht eins zu eins, aber ich weiß, was du damit sagen willst. Und ich finde, das wird sehr gut deutlich an zum Beispiel dem Workers Memorial Day, der dazu geschaffen wurde, um den Opfern von Arbeitsunfällen zu gedenken. Und daran wird auch nochmal deutlich, dass dieses Thema ein Thema ist, was also die gesamte Gesellschaft betrifft und was auch dementsprechend unseren gesamten Kampf betrifft. Und wenn wir zum Beispiel den Workers Memorial Day zu einem bedeutsameren Tag machen und da eben Aktionen und Erinnerungen machen, wo wir deutlich sagen, die Leute aus unserer Klasse, die halt verletzt, verstümmelt und versterben am Arbeitsplatz, das sind Opfer dieses kapitalistischen Systems oftmals. Das sind Opfer von den Arbeitsbedingungen, von dem Druck, der auf der Arbeit herrscht und so weiter. Und das macht auch nochmal vielleicht zum Abschluss deutlich, dass das weit mehr als so eine Frage für uns selbst ist, sondern eine gesellschaftliche Frage, wo wir sehr viel Perspektive für unseren Kampf draus gewinnen können und für die gesamte Gesellschaft einen wichtigen Bereich leisten können. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Ganz traditionell mit dem Arbeitergruß. Glück auf.